Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Abflug zum Höhenflug der Woche und das ist Nila. Sie hatte in Patch 14.20 einen Buff bekommen, bei dem ich als erstes dachte, okay, ja, der macht einfach gar nichts. Die Casttime ihres E wurde einfach entfernt und heilige Mutter Gottes ist dieser Buff wie eine Atombombe eingeschlagen. Sie hat ungelogen 3-4% Winrate-Zuwachs gehabt und sitzt momentan bei deutlich über 56% Winrate in Emerald Plus. Der Winrate-Anstieg war wirklich völlig geisteskrank, das hat Riot dann aber leider auch direkt gemerkt und sie am Donnerstagabend massiv Hotfix nerf und ich meine massiv. Sie verliert auf ihrer Ult zusammengefasst einfach mal 120% Bonus AD Scaling über die drei Instanzen. Halten wir beim Abfalleimer der Woche. Und das ist Udyr. Wochenlang durfte er die Meta terrorisieren, nun hat das Ganze jedoch ein Ende. Seine Nerfs im aktuellen Patch waren wirklich mehr als ordentlich. In Diamond musste er sich einfach mal von 4% Winrate verabschieden. Super grottig ist er nun allerdings nicht, er liegt praktisch immer noch überall bei über 50% Winrate. Kommen wir zum Nope der Woche und das ist Lee Sin. Riot hatte ihm kurz an 3 Base AD gegeben und das hat insbesondere in den höheren Elo-Bereichen ordentlich gewirkt. In Diamond ist er einfach mal von 47,5% Winrate auf über 52% Winrate gesprungen. Seine Bunrate hat sich in nur 2 Tagen fast verdoppelt und ist auch in den unteren Rängen massiv gestiegen, auch wenn er dort statistisch wie gewöhnlich nicht wirklich abliefern kann. Unser Broken Pick der Woche ist Graves. Er ist momentan statistisch betrachtet der stärkste Jungler im Spiel und das ist vor allem dem Fakt geschuldet, dass Collector wirklich massiv gebufft wurde und er das Item ja bekannterweise extrem gut nutzt. In Diamond hat er einfach mal einen 5% Winrate-Anstieg gehabt, wenn das mal nicht Nerfs für ihn im nächsten Patch bedeutet. Zeit für das Item der Woche und das kann natürlich nur Collector sein. Graves abused das Item, Nila ebenfalls und das völlig zu Recht. Mehr als 0,5% Winrate-Zuwachs bei einem Rush-Item und fast 30% Pickrate-Increase sind mehr als ordentlich. Insbesondere auf Burst-Heavy-Champions ist das Item einfach ein richtiger Schmackofatz. Halten wir beim Fail der Woche und dort beim 2600 LP Ranked Exploit. Es gab für eine kurze Zeit am Mittwoch einen Bug, mit dem man von Iron nach nur einem einzigen Spiel zu 100 LP Master kommen konnte. Man hat immer noch gegen einen Spieler gespielt, war aber dann halt 100 LP Master, nach nur einem einzigen Spiel. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute diesen Bug gnadenlos abused haben. Man konnte einfach auf op.gg gehen, dann auf die Rangliste, dann auf Master und dann musste man nur kurz suchen, wer hat jetzt exakt 100 LP und da waren so viele Spieler, ihr werdet es wirklich nicht glauben. Das Ganze wurde natürlich schon gefixt und reverted, dass es aber in Riot's Spaghetti-Code mal wieder keine System-Checks dafür gibt, wenn jemand einfach mal 2600 LP mit einem Spiel macht, das ist halt wieder ein Klassiker. Beim Trick der Woche mal wieder eine kurze Statistik-Website-Empfehlung für euch. Habt ihr euch schon mal gefragt, hey, bei welchem Champion verbessert sich meine Winrate am allermeisten, wenn ich ordentlich Games auf ihm habe? Genau das kann League of Graves als mir einzig bekannte Website ebenfalls. Grüße gehen raus an alle Xayah-Mains da draußen, irgendwas macht ihr komplett falsch. Es gab früher auch mal in der Season 7 ein Statistikdokument von einem Rioter, damals war Katarina der Champion mit dem höchsten Mastery Reward. Was macht eigentlich Riot? Die ersten Data Mines zu den PBE-Changes für 14.21 sind draußen, Camille, Irelia und Kaiser werden genervt, Sivir und Xayah kriegen Buffs und Swain ein Mini-Rework. Der Outgoing E macht nun keinen Damage mehr, dafür ist der E nun aber welten schneller und ihr könnt die Ult nun bis zu 100 Mal recasten. Ja, jedes Mal, also insgesamt bis zu 100 Mal explodieren lassen. Das Ganze geht allerdings nur, solange ihr jemanden mit der Ult drained und hat dazu auch noch einen 12 Sekunden Cooldown, der allerdings von Ability Haste reduziert wird. Der allgemeine Cooldown seiner Ult erhöht sich damit aber drastisch, im Late Game verdoppelt sich das Ganze. Das war's damit auch schon für den Kluftkurier für diese Woche. Falls euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.